Die Vorstellung meiner Bush Microtronic 2090 Computersysteme werde ich mal entgegen den normalen Regeln in umgekehrter Reihenfolge beginnen. Ich werde das Pferd also von hinten aufzäumen und mit dem Kassettenemulator für Sauter und Wessel starten. Dieser Emulator ersetzt den schwer erhältlichen Baukasten Bush 2095. Einen Überblick und einige informative Bilder findet man dann auf der Forumseite von das Experimentierkastenboard. Den Kassettenemulator von Michael Wessel findet man unter angezeigter GitHub-Adresse. Dort ist alles Nötige erklärt und auch der Arduino-Code mit der SD-FAT-Bibliothek ist vorhanden. In der Zwischenzeit ist auch schon eine Version 1.1 eingerichtet, die etwas einfacher aufzubauen ist. Da ich mit der Version 1 einige Probleme hatte, war der Entwickler Lambda Michael so freundlich und hat mir eine neue Emulator-Version zur Verfügung gestellt. Und die werde ich in der Hauptsache vorstellen und benutzen. Man braucht also zum Aufbau dieses 2095 Emulators einen Arduino Uno R3, ein Datenlogger-Modul und ein LCD und Button Shield. Achtung! Beim LCD Shield kann es sein, dass der 2095 Emulator nicht richtig funktioniert und ein SD-Card-Error ausgibt. Bitte lesen Sie dazu die Anmerkungen auf der GitHub-Seite. Bei mir funktioniert das Smart LCD aber ohne Probleme. Ich stecke also die drei Module zusammen und achte darauf, dass die Stiftleisten auch richtig verbunden sind. Bei mir war nun die Firmware schon auf den Uno überspielt. Trotzdem habe ich sie nun noch einmal in die Arduino IDE geladen. Die Bibliothek zur SD-FAT, die hatte ich schon vorher eingebunden. Man sollte sich nun in Ruhe auch den Sketch von Lambda Michael anschauen. Besonders am Anfang gibt er wichtige Hinweise, wie der 2095 Emulator mit dem Computer 2090 verbunden werden soll. Sollten die Drucktasten Left, Right, Select und so weiter nicht richtig funktionieren, müssen dann diese Werte möglicherweise an ihr tatsächliches LCD-Tastaturschild angepasst werden. Und auch dafür gibt es in der GitHub-Anleitung weitere Informationen. Auf die SD-Karte kann man dann gerne die Programme, diese haben die Endung MIC, aufspielen, die im Repositorium angeboten werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, unseren Emulator anzuschließen. Am IO-Sockel links oben, wie es Lambda Michael vorgeschlagen und gemacht hat, oder an den gleichen Ein- und Ausgängen an der Oberkante der 2090er Platine. Hier mal ein Bild von meinen ersten Versuchen mit der Emulator Version 1, die ja nicht so richtig funktioniert hat. Diese war an der Oberkante der Platine angeschlossen, was aber nicht der Grund meiner Probleme war. Ich arbeite nun aber mit den Anschlüssen am IO-Sockel. Und die müssten dann ungefähr so aussehen. Etwas Vorsicht ist beim Einstecken angebracht. Diese Konstruktion ist wohl nicht für den laufenden Gebrauch gedacht. Aber nun sind alle Vorbereitungen erledigt, die Stecker eingesteckt
und ich kann mit den ersten Einsätzen des Emulators starten. Und da wollen wir mal den 2090 richtig arbeiten lassen. Dazu lade ich von der SD-Karte das Programm CLC. Das ist ein kleines Taschenrechnerprogramm mit den vier Grundrechnungsarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Eine entsprechende Tastaturschablone, von der nur der linke Teil benutzt wird, liegt dem Busch 2090 Kasten bei. Ich arbeite nun folgende Befehle ab. Einen Reset ab 2095 EMU. Dann lösche ich mit Halt Programm 5 ein eventuell noch vorhandenes Programm im Microtronic. Mit Halt Next 00 starte ich bei Adresse 00 und mit Halt Programm 1 lade ich das Festprogramm zum Laden auf dem 2090. Die Left-Taste auf dem 2095 EMU bringt mich ins SD-Kartenmenü. Dort wähle ich mit Up, Down das Programm und schließe es mit Select ab. Nun startet der Ladevorgang. Nach dem Ende des Ladens, der 2095 EMU schaltet sich selbst ab, gebe ich noch ein RST auf der Microtronic ein und mein Kalkprogramm sollte im Speicher sein. Ich lege nun die Taschenrechner-Schablone auf und gebe Halt Next 00 RAN ein. Das Programm arbeitet. 50 plus 50 gleich 100. 100 minus 20 gleich 80. 80 mal 4 gleich 320. 320 geteilt durch 8 gleich 40. Kommastellen können nicht angezeigt werden. So wird das Divisionsergebnis immer nach unten abgerundet. Also zum Beispiel 80 geteilt durch 3 ist 26 und nicht, wie es richtig lauten würde, 26,667. Und bei einem Minusergebnis leuchtet die obere Carry-Anzeige zusammen mit der Ergebnisanzeige auf. Als Beispiel 100 minus 125 gleich minus 25. Im Speicher des 2090 Microtronic habe ich noch immer das Kalkprogramm. Das will ich nun unter einem anderen Namen auf der SD-Karte abspeichern. Dazu gebe ich die folgenden Befehle ein. Halt Programm 2. Damit lade ich das Festprogramm zum Abspeichern. Das Kalkprogramm im Speicher wird nicht angegriffen. Mit Write auf dem 2095 EMU lade ich ein File-Menü. Mit Up, Down und Write schreibe ich dann einen neuen File-Namen. In meinem Fall Test. Mit Select starte ich den Speichervorgang. Zum Stoppen oder nach dem Speichern wird die grüne RST-Taste auf der Microtronic noch einmal gedrückt. Nun sollte das Programm auf der SD-Karte abgespeichert sein. Zur Überprüfung lade ich das Programm dann in einen Texteditor und überprüfe es mit der Originalliste im Handbuch 2 auf der Seite 26. Da scheint nun alles in Ordnung zu sein und auch ein Test ohne Kamera hat das bestätigt.
Nun habe ich ja ausgiebig den 2095-Kassetten-Emulator vorgestellt und will jetzt endlich auch etwas über den 2090 erzählen. 1981 hat der Produzent von hochwertigen Experimentierkästen Busch seinen Lerncomputer Microtronic 2090 auf den Markt gebracht. Die Seele des Experimentiercomputers ist ein 4-Bit-Microcontroller von Texas Instruments, der TMS 1600. Dieser Prozessor enthält intern ein ROM mit 4096 Bytes Monitorprogramm und 64 Bytes RAM. Extern steht dann noch ein zusätzliches RAM mit 512 Bytes zur Verfügung. Die Tastatur ist eine typische Hexadezimaltastatur mit 16 Tasten, 8 Funktionstasten und dann noch zusätzlich zwei frei belegbare Sonderfunktionstasten. Das Display ist nun eine extrem kleine sechsstellige 7-Segment-Anzeige. Dazu kommen einige LEDs mit der Zustandsanzeige des Lerncomputers, wie zum Beispiel Carry Flag, Daten-Ein- und Ausgänge und so weiter. Es stehen 4-Bit-Datenausgänge zur direkten Ansteuerung von ICs und so weiter zur Verfügung. Desgleichen stehen 4-Bit-Dateneingänge zur direkten Ansteuerung durch ICs und Transistoren zur Verfügung. Für diese Ein- und Ausgänge steht auch ein eigener IC-Sockel für entsprechende Stecker zur Verfügung. Zwei frei belegbare DIN-Buchsen kann man für den Anschluss von Kassettenrekorder oder anderer externer Geräte benutzen. Der integrierte, quarzgesteuerte 1-Hertz-Taktgenerator dient zur Steuerung von Uhren oder zeitabhängiger Schaltungen. Im Lerncomputer sind noch einige Festprogramme installiert, wie unter anderem eine Digitaluhr, ein Zufallsgenerator oder auch das NIM-Spiel. Und natürlich sind auch die beiden Routinen zum Speichern und Laden der selbstgeschriebenen Programme. Diese braucht man, wenn man mit dem zusätzlich lieferbaren Kassettenrekorder-Interface 2095 arbeitet oder mit dem am Anfang dieses Videos ausgiebig vorgestellten 2095-Emulators auf Arduino-Basis von Michael Wessel. Zur Stromversorgung ist ein kleines Wechselstromnetzteil 220 Volt Eingang und 10 Volt Ausgang aufgebaut. Dem habe ich aber noch einen Ein- und Ausschalter verpasst. In der Anleitung wurde als weiteres Zubehör noch ein Sprachcomputer erwähnt, den ich aber nirgendwo gesehen habe. Und wiederum Lambda Michael hat mit seinem Picoram 2090 diese Lücke dann geschlossen. Der Microtronic 2090 wird mit zwei Anleitungsheften ausgeliefert, die von dem Entwickler des Lerncomputers Jörg Wallen geschrieben wurden. Mit beiden Heften und dem zusätzlich lieferbaren Spielebuch gab es ausreichend Arbeits- und Experimentiermaterial, um den 2090 auszureizen und viel zu lernen. Auch die Sprache ist sehr klar geschrieben und leicht verständlich. Ein Arbeitsalter ab 12 Jahre, das wäre dann meine Empfehlung. Und dann gibt es noch die lustigen Zeichnungen im ersten Teil der Anleitung. Die sind unterhaltsam und sehr informativ. Es ist auch von Vorteil, wenn man einen der Elektronikkästen 265 oder 270 in seinem Bestand hat und damit die vorgeschlagenen Experimente aufbauen kann. Genaue Aufbauzeichnungen sind in den Heften enthalten.
Und damit sind den Möglichkeiten fast keine Grenzen gesetzt. Nach Beendigung meiner Arbeit an diesem Video hat der Postmann zweimal geklingelt und mir jeweils ein kleines Paket gebracht. Und was war dann da drin? Nun, ein weiterer Microtronic 2090, aber noch zusätzlich mit einem originalen Kassetteninterface 2095, das auch noch funktionieren sollte. Und im zweiten Paket, da hat mir Michael Wessel den erweiterten 2090 Hardware-Emulator in der Version Next Generation zugeschickt. Und diese aktuelle Version hat noch viele interessante Ergänzungen anzubieten. Diese beiden Überraschungen werde ich natürlich in späteren Videos auch noch näher vorstellen. Und dazu kommt noch ein Video zum Bau und Test des versprochenen Sprachcomputers in der Version PicoRAM 2090 von Lambda Meigl. Nun ist aber endlich für heute Schluss. Ich sage Danke und bin sicher, wenn es mit der Microtronic 2090 Abenteuer weitergeht, dann sind Sie auch wieder mit dabei. Tschüss und Salü aus dem Saarland.